liebe Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Freunde, willkommen zur Server von neuen Party, welchen wir uns heute den legendären, sagenumwogenen Cell-Spielen stellen werden. Denn Cell ist scheißwütend und heute werden sie offiziell losgehen. Ich meine, sie gingen streng genommen beim letzten Mal schon los, aber die Story ist in diesem Spiel, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber die Story in diesem Spiel wird so unglaublich gut rübergebracht, dass man dem Ganzen natürlich perfekt folgen kann. Und wie es aussieht, wird heute Son Gohan explodieren. Das heißt, wenn ihr euch dachtet, man, Son Gohan, das ist ein Charakter, den mag ich ziemlich gern, dann habe ich schlechte Nachrichten für euch. Denn eventuell wird es passieren, dass der explodiert. Die Polizei ermittelt noch, ob es sich dabei um einen terroristischen Anschlag handelt oder nicht. Ey, ich bin mir selber unsicher, was ich davon halten soll. Das ist auf jeden Fall eine Tragödie für uns alle. Und das ist die Bullshit-Stelle, wo Goku einfach will, dass Gohan wütend wird. Der ist nicht nett, Alter. Was denkst du, was der Junge auch so schon für Komplexe hat? Der sieht dich ja nie, weil du immer tot bist. Der ist komplett verstört. Schau ihn dir an. Deswegen heult er auch die ganze Zeit. Können wir mal drüber reden, dass, von Gohan, dass ich den Charakter aus der Serie, abgesehen davon, wenn er eben erwachsen ist, dass ich den immer unglaublich, unglaublich schrecklich finde. Ey, ich sag's euch einfach mal. Ich mag den Dragon Ball Super Gohan, der aus der Zeit, wo er Geiz gemacht hat. Ich glaube, inzwischen macht er wieder was. Aber wie auch immer, den Son Gohan mag ich lieber als den aus der Zeit. Denn der aus der Zeit war eine beschissene Heulsuse. Wo ist mein Papa? Heißt mein Papa? Nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe den Vater nicht gesehen. Halt den Mund, der ist wahrscheinlich tot oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder er trainiert irgendeinen anderen kleinen Jungen. Ich habe keine Ahnung, was er so den ganzen Tag über macht. Halt den Mund, Son Gohan. Treib's nicht zu weit. Verdammte Scheiße. Ich meine ernsthaft. Finde ich nicht gut. Er heult die ganze Zeit immer nur rum. Da bin ich kein Fan von. Können wir mal drüber reden, dass diese Cell Juniors gar nicht mal so stark sind? Super Kamehameha! Übrigens ein Angriff, den ich nie wirklich verstanden habe. Ich glaube, der stammt auch lediglich aus den Spielen, oder? Super Kamehameha. Ich meine, ab wann ist ein Kamehameha ein Super Kamehameha? Und warum ist sein normaler Angriff ein Super Kamehameha? Ist es, weil er so super stark ist? Ey, ich weiß nicht. Oh, und ich bin schon der zweifache Super Saiyajin. Zweifache Super Saiyajin ist irgendwie auch eine sehr seltsame Sache, dass überhaupt existiert, wie ich finde. Ich meine, ich weiß nicht. Er ist nicht wirklich eine weitere Form. Er sieht irgendwie kaum anders aus. Das Interessante ist, in der Serie ist er auch richtig schlecht rübergebracht. Ich meine, in Videospielen oder im Manga ist es kein Problem. Das Besondere am zweifachen Super Saiyajin ist ja die Tatsache, dass das wird nicht gut ausgehen. Dass zum einen die Haare noch ein bisschen weiter nach oben stehen als beim normalen und zum anderen hat er die Blitze um sich herum. So, und das Problem in der Serie ist, die sind natürlich immer auf, dadurch, dass das immer relativ regelmäßig kommen soll, sind sie bei dem, Alter, 17.000, bei dem relativ knappen Budget. Das wiederum bedeutet, sie sparen da gerne mal an gewissen Ecken und Kanten. Und, oh, hallo Cell! Und im Falle von Super Saiyan 2 sparen sie sehr gerne mal an der Ecke, dass sie die Blitze nicht animieren. Das heißt, in der Serie ist es oftmals, ich meine, im Großen und Ganzen ist es komplett irrelevant, weil es ist Dragon Ball, es ergibt sowieso alles mehr oder weniger keinen Sinn. Aber ich kann es nicht leiden, dass wenn Charaktere an gewissen Stellen der zweifache Super Saiyan sein sollten, sie es in der Serie nicht sind. Das ist fucking verwirrend. Vor allem in Dragon Ball Super. Gab es einen Zweifach? Wobei, nee, da gab es Zweifach, glaube ich, gar nicht, weil das hat Toriyama in einem fucking Interview gesagt. Er hat vergessen, dass der Zweifache existiert. Er hat vergessen, dass er existiert. Er hat's vergessen! Oh. Wahrscheinlich ist es auch besser so. Denn wir alle vergessen, dass er existiert, weil man ihn in der Serie in der Regel nie erkennen kann, weil die keine Blitze machen. Das macht alles komplett bescheuert. Man kann nur spekulieren, ob jemand dann irgendwann die Form hatte oder nicht. Das ist fucking dumm. Aber ich möchte anmerken, ich mag die Idee, dass die Blitze da außen rum sind. Ich meine, ich mag das aus der designtechnischen Sicht. Das hat was, das wirkt ziemlich mächtig. Das ist fast so mächtig, wenn sie ihre Aura aufladen und dann auf einmal überall die Steine nach oben fliegen. Und man denkt sich, wow, shit, der Stein ist ja sowas von nach oben geflogen. Unverzeihlich. Hey, Cell, fick dich. Ist unverzeihlich. Vater, Sohn, komm her, komm her. Hey, Vater, hilf mir beim Kamehameha. Dankeschön. Alter, 30.000 Schaden! Fuck, ich glaube, er sollte eigentlich noch. Sollte er nicht noch C16 killen? Ah, ne, Moment, er hat C16 ja umgebracht und dadurch wurde Son Gohan dann so wütend. Ich erinnere mich. Dieser Kampf war ziemlich crazy. Wie es aussieht, haben wir Cell soweit besiegt. Mann, das war ja
Mann, oh Junge. Und können wir mal auch über eine Sache reden? Das ist jetzt vielleicht ein unpopulärer Standpunkt, den ich gerade vertrete, aber ich für meinen Teil bin der Meinung, dass das Vater-Sohn-Kamehameha nicht so gut ist wie das Familien-Kamehameha. Es war, glaube ich, aus Broly kehrt zurück, aus dem zweiten Film mit Broly. Und da hatte ich, glaube ich, auch wieder Son Gohan sein Kamehameha gemacht. Nur waren dann gleichzeitig Goten und Goku dabei. Warum Goku dabei war, ist eine Sache, die bis heute nicht geklärt wurde, aber es war auch ein Film. Insofern müssen wir es nicht mehr weiter hinterfragen, weil es eh nicht zählt. Das gültet nicht. Das ist aus dem Film. Es zählt nicht. Ich fand den anderen Film ein bisschen cooler als das Vater-Sohn-Kamehameha. Na, um das mal so in den Raum zu werfen. Und hey! Er hat seinen Oberteil zerrissen. Mann. Ich mag meine Elfjährigen am meisten mit dem zerrissenen Oberteil. Ist ein Satz, den ich nie von mir geben sollte, weil man ihn schrecklich aus dem Kontext reißen könnte. Und das würde sehr seltsam wirken. Deswegen werde ich es nicht machen. Ich habe ein Problem. Ich habe einen großen Fehler begangen. Verdammte Scheiße, Cell! Ist er hier schon im Bullshit-Modus? Ah, er ist Perfect Cell, seht ihr? Perfect Cell ist natürlich auch eine weitere Form. Ich glaube, dafür muss der C16, so ein Chip von C16 absorbieren. Dann ist er auch in der stärkeren Form, welche sich dadurch auszeichnet, dass er wie schon Freezer in seiner 100% Form ein bisschen mehr muskulös wird. Und, ganz wichtige Sache, die Blitze. Vergesst die Blitze nicht. Er hat die geilen Blitze. Sind ziemlich fancy. Warum klingt der eigentlich... Das ist eine Sache, die mich insgesamt wundert bei der englischen Sprachausgabe. Viele Sprecher haben da eine sehr, sehr tiefe Stimme. Ich meine, habt ihr Gohan gerade gehört? Dad, sorry, ich bin gerade im Stimmbruch. Und ich kann meine Gefühle noch nicht so ganz beurteilen. Tut mir leid, Vater, ich bin 11. Fuck, es klingt fucking seltsam. An dem Moment ist mit der tiefen Stimme, was mich da meist irritiert hat, das war bei, fuck, hör auf damit, Cell! Oh nein, 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 nein! Ich kann einfach nichts machen. Alter, hör auf damit, bitte. Hör auf. Au. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Verdammte Scheiße. 19.000. Hör auf, die perfekte Kombination zu machen. Meine Fresse. Oh, R3, R3, R3. Die tiefe Stimme, die mich sehr irritiert hat, war von... Aus Yu-Gi-Oh! Von dem Pharao. Von dem Erwachsenen. Ich habe keine Ahnung, wie der wirklich heißt. Yami Yugi wurde er immer genannt, weil es der dunkle ist. Von Yu-Gi-Oh! Einfach, weil er die Erwachsene-Form ist, weil... In Deutschen klingt er auch relativ normal und im Englischen dann so... Haha, da bin ich jetzt also! Ne, ich habe keine Ahnung, er hat eine sehr tiefe Stimme. Das ist sehr, sehr irritierend, wie ich finde. Ich dachte anfangs, dass das nur ein Joke ist oder so, aber nein, 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 nein. Wirklich, er klingt einfach so. Er hat eine fucking tiefe Stimme. Genauso wie Son Gohan hier gerade. Oh, Son Goku erzählt was. Son Goku, willst du sagen, oh nein! Lauf! Er ist tot. Ach so, wir sind schon hier in der Phase, wo er sich selber in die Luft gesprengt hat und shit. Okay. Das wird nicht gut ausgehen. Fuck. Und so haben wir diesen Kampf verloren. Ups. Habe ich ihn verloren? Ja, ihr habt sowas von verloren, verdammte Scheiße. Stopp, wenn ich soll, Mr. Satan. Drückst du mir nicht rein, ich habe schon gemerkt, dass ich verloren habe. Ist okay. Grund dafür ist, dass ich mich über zu tiefe Stimmen beschwert habe. Ah gut, versuchen wir uns einfach auf den Kampf zu konzentrieren. Ich denke, bei Son Gohan ist die beste Taktik, dass ich einfach meinen L2 Hoch- und Dreieck-Angriff spammen werde. Denn es ist dieses, wo er ganz viele Ratatatata-Kugeln von sich gibt. Und dieser Angriff ist eigentlich immer, der hat eine relativ gute Trefferquote in der Regel. Deswegen würde ich davon ganz gerne Gebrauch machen. Und natürlich... Nein! Forcell, wenn es sich Gelegenheit bietet, dass wir ein bisschen vor ihm wegrennen können, dann werden wir diese Gelegenheit auf jeden Fall auch wahrnehmen. Friss dies! Dass halt einfach keinen Schaden macht. Ist halt lächerlich. Ja, wir halten uns einfach ein bisschen fern. Au, 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 au. Das ist übertrieben, Cell. Ich hasse es, wenn Gegner ihre Super-Armor haben und einfach... komplett immun gegen meine Angriffe sind. Ich hasse es so sehr. Das ist einfach so unfair. Ich meine, habt ihr jetzt gesehen, was ich für den Combo abgelassen habe? Und was hat's gebracht? Es hat nichts gebracht. Das war Schwachsinn. Hör auf damit! Ich bin der Scheiß gerade ausgewichen. Habt ihr das gesehen? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein! Oh, fuck. Das macht so viel Schaden. Nimm die Cell! Bisher ist das unfair, Cell. Eigentlich hat er sich selbst in die Luft gesprengt und eigentlich sollte er so ziemlich...
tot sein, aber nö. Er wurde einfach nur super stark. Oh Gott, R3. Puh. In mir steckt doch jede Menge Kampfgeist. Gute Arbeit, Gohan. Mit der Einstellung wird es bestimmt klappen. Oh Gott, und es geht wieder los. Ah, oh, das ist super. Was für ein enttäuschtes Ende wurde das jetzt. Finde ich nicht gut, aber okay. Weil hier waren wir schon, oder? Dad, wo bist du? Au. Und ich möchte mal anmerken, dieser Kampf verläuft gerade ziemlich gut. Oh, Cell macht immer seine Scheiße hier, okay? Wir werden uns einfach ein bisschen jetzt fernhalten. Denn mit diesem Cell wollen wir absolut nichts zu tun haben. Der ist nämlich ein bisschen... Der ist unentspannt, versteht ihr? Nein. Geh weg. Oh Gott. Runter. Ich hab die Scheiße gesehen. Okay, er musste seinen Angriff machen. Sein Sonnenkamehameha. Nein, ich rede mit den Zuschauern, Cell. Aber danke für die, Anmerkung. Ich freut mich, dass dir aufgefallen ist. Wirklich schön. Alter, pass auf. Ich glaube, jetzt kommt der Moment. Jetzt macht er das. Seht ihr, sein Arm ist gebrochen. Und jetzt, pass auf. Jetzt macht er ein Kamehameha. Das ist auch eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Was zeichnet ein Kamehameha denn eigentlich aus? Oh, shit! Ich räche dich ja sowas von. Ah, ernsthaft, das ist die Frage. Muss ich jetzt mein Super-Duper-Kamehameha machen? Ich weiß jetzt einfach mal. Nein! Ach komm schon, bleib liegen. Okay, danke schön. Vater-Sohn-Kamehameha! Ja! Wundervoll. So ist die Frage. Ah, wobei er hat's. Okay, Moment. Ich nehm's zurück. Er hat gerade angefangen, das Kamehameha mit beiden Händen zu machen. Ich wollte nämlich gerade die Frage stellen, was ein Kamehameha denn auszeichnet. Weil es ja aussah, als hätte er es gerade... Ich dachte, er macht das so mit einer Hand, aber tatsächlich macht das hier scheinbar auch mit zwei. Das heißt, meine Frage hat sich erledigt. Das Kamehameha ist wirklich, wie man es einsetzt. Das ist ganz wichtig. Wobei, glaube ich, Goku im alten Dragon Ball das Kamehameha auch mal irgendwie mit seinen Füßen gemacht hat, um sich so in die Luft zu befördern. Aber das spielt keine Rolle. Das ist eine Sache, die passiert ist, okay? Reden wir nicht drüber. Hey, Cell, hör bitte auf damit. Ernsthaft, hör auf damit. Verdammte Scheiße. Nö. Okay. Okay, ist ja gut. Yeah, flieg, Cell! Flieg! Du Narr! Weiß nicht, wen du dich hier anlegst. Oh, komm schon. Komm schon! Yes! Okay, Leute. Er kriegt volles Vater-Sohn-Kamehameha ab. Das liebe ich übrigens. Oh, okay. Das liebe ich übrigens an Budokai Tenkaichi 3, dass die Superangriffe so unglaublich stark sind. Das habe ich zwar schon angemerkt, aber. Es ist der heiße Scheiß. Das fehlt mir so in den Xenoverse-Spielen. Es fehlt mir so sehr. Ich meine. Das ist doch das, was man machen will, oder? Oh shit! Die Kamehamehas treffen aufeinander. Ich muss drehen! Ach, jetzt ergibt alles Sinn. Ich spiele wieder Dragon Ball. Ich habe mich nämlich heute, als ich aufgewacht bin, schon so ein bisschen gewundert, warum auf meiner Handfläche, warum die ein bisschen, so ein bisschen wehtut. Ich dachte mir, was habe ich denn da gemacht? Warum tut denn das ein bisschen weh, wenn ich es berühre? Aber jetzt habe ich es herausgefunden. Ey, ich habe Dragon Ball gespielt. Das erklärt komplett alles. Und hey, wie es aussieht, haben wir Cell besiegt. Cell, du bist voll besiegt von Gohan. Und er musste nur dreimal anfangen zu heulen, bevor er das gemacht hat. Und das sorgt dafür, dass Gohan mein Lieblingscharakter ist. Und jetzt kommen wir zu einer interessanten Stelle, nämlich, wie ihr natürlich mitbekommen habt, dank dem 1A Storytelling kam ja Trunks aus der Zukunft, um unsere Helden vor den Cyborgs, welche ebenfalls in ihrer Zukunft auftauchen werden, zu warnen. Und dann wurden einige Dinge durcheinander gebracht, weil der eine Editor nicht zufrieden war mit denen, wer die Cyborgs sind. Und dann haben sie irgendwie dafür gesorgt, dass Trunks in seiner Zeit nicht nur C17 und C18 hat, wie es ursprünglich der Fall war, sondern hat er jetzt auch aus irgendeinem Grund Cell. Und natürlich muss er zurück in seine Zukunft und er muss ja Cell bekämpfen. Fuck, hat der rote Augen.
Auch wenn ich mir ehrlich gesagt relativ nicht zu 100% sicher bin, inwiefern Trunks wirklich... Ja, wobei er müsste stärker als die erste Form von Cell sein, denke ich, aber... Ja, ich weiß nicht, ob er Cell so einfach besiegen könnte tatsächlich. Ich meine, er muss ja Cell immer noch... Das ist halt die Sache, Cell muss er doch immer noch komplett vernichten. Also alles, jede Zelle von ihm, damit er nicht wiederkommt und noch stärker wird. Sicher, in der Zukunft kann er jetzt C17 und C18 nicht mehr absorbieren und dann in seine weiteren Formen kommen, aber... Die Natur von seinem Charakter ist ja, dass er trotzdem lächerlich stark und fast unbesiegbar ist, oder nicht? Oder sehe ich hier irgendwas? Dementsprechend weiß ich nicht ganz, wie Trunks das anstellen will, dass er ihn erledigt, aber... Er macht es bestimmt, er macht es bestimmt. Übrigens, ich habe vorhin auch mal nachgeschaut, viel verschiedene Sagas es im Spiel gibt und... Hey, wir haben Dragon Ball! Wundervoll, das heißt, jetzt müssten noch, drei oder zwei Stück fehlen. Komm schon, Finish Buster! Wow, was für ein Schaden. Brillanter Angriff. Genau, ich habe geschaut, wie viel Sagen es gibt und verdammte Scheiße, in dem Spiel gibt es noch einiges. Wusstet ihr das? Nach der Buu-Saga ist das ist dann ungefähr die Hälfte. Es gibt eine Menge Schwachsinn. Das ist relativ nett, wie ich finde. Oh fuck, nicht die Höllenspirale. Oh Mann. Oh, die Höllenspirale ist auch so einer meiner Lieblingsangriffe irgendwie. Au. Oh Gott, Cell, nein! Fass mich nicht an, bitte! Ich glaube, designtechnisch ist die Höllenspirale wirklich mein Lieblingsangriff. Ich meine, habt ihr jetzt mal gesehen, das ist einfach, das ist nicht nur ein Strahl, sondern das ist dieser dünne Strahl. Das klingt jetzt bescheuert, aber da ist eine Spirale drumherum. Und das ist auch von, mit Komplementärfarben, in Komplementärfarben gehalten, was es sehr, sehr optisch ansprechend macht in diesen Lila und Gelb und... Es sieht sehr mächtig und stark aus. Ich finde es schade, dass die Höllenspirale nie wirklich in dem Ausmaß die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie eigentlich verdient hätte. Und sie hätte eigentlich enorm viel Aufmerksamkeit verdient. Und hey, wo sie als Trunks ein Super Saiyan werden kann? Was? Das habe ich ja noch nie gesehen. Und ich mag Trunks mit den langen Haaren. Ich finde, er sieht ziemlich bescheuert aus, ehrlich gesagt. Vor allem in der Super Saiyan-Form, weil hinten seine Haare noch weiter so zusammengebunden sind und an der Vorderseite... Ey, weiß nicht... Will ein Löwe darstellen oder so. Ich weiß nicht ganz, was das soll. Sieht bescheuert aus. Hör auf damit, Trunks. Zieh dir was Vernünftiges an und schneid dir die Haare. Stellt mich auch wieder vor eine interessante Frage. Wie wir natürlich auch alle wissen, können pure, reine Saiyajins, können ihre Haare, die können nicht wachsen. Die haben immer die gleiche Frisur. Aber aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich damit sie Gohan ein bisschen andere Styles geben können, je nachdem wie alt er ist, es ist bei diesen... Saiyajin-Mischlinge, die zur Hälfte Mensch und zur Hälfte Saiyajin sind. Da ist es so, dass die Haare dann wachsen können. Sie können scheinbar auch andere Haarfarben haben. Auf jeden Fall stelle ich mir jetzt die Frage, können die theoretisch geschnitten werden, wenn er sich im Super Saiyajin-Zustand befindet? Ey, mein, das macht ihn doch ein Stück weit stärker. Oh, shit, er macht ein Kamehameha. Ha? Denk mal drüber nach. Seine Strähne da. Könnte man die... Hitzekuppelangriff! Yes! Könnte man die wegmachen. Ey, ich bin mir unsicher. Ah. Ist das ein cooler Angriff? 99.000 Schaden. Ist kein so cooler Angriff. Aber okay, ist ein Trunks-Angriff. Insofern kann es im Großen und Ganzen eigentlich auch nur relativ enttäuschend werden. Wobei ich natürlich die Trunks aus der Zukunft in Dragon Ball Super ganz nett fand. Aber die Trunks davor... Die hatten auch so ein bisschen was so ein Gohan-mäßiges, so ein weinerliches. Oh nein, Vater, bitte, liebe mich. Ey, wer ist ein guter Sohn? Ich bin ein guter Sohn. Schau mal, wie stark ich bin. Halt einfach die Schnauze, Trunks. Wir haben schon verstanden, du bist ein ganz toller Typ. Oh, jetzt gehen wir jetzt noch in die Zukunft und bekämpfen deine Robotermännchen oder was auch immer das war. Zieh dich, bist du nicht mehr länger willkommen. Aber hey, liebe Leute... Wie es aussieht, haben wir die liebliche Cyborg-Saga, die Saga, mit der ich natürlich am wenigsten weiß, hinter uns gebracht. Das bedeutet, als nächstes kommt die Majin Buu-Saga. Oder auch bekannt als die Buu-Saga. Eine Saga, die ich nach wie vor ziemlich cool finde, weil ich meine, sie hat viele Schwächen, aber ich mag sie wegen den ganzen Transformationen und so viele verschiedene Gegner und es passiert einfach so viel. Ich finde, es ist eine super Saga. Aber gut, was wir dort alles erleben werden, sehen wir wohl im nächsten Part von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Das wird super. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.